aus der Meinung vieler gar nicht möglich ist. Ne? Also bis heute ist es so, ich treffe Menschen, denen erzähle ich, wir machen automatisierte Texterstellung, es gibt eine Software, die schreibt in 16 Sprachen perfekt Texte, 90 Millionen Stück am Tag. Dann kommt immer die Antwort, nein, das kann es nicht geben. Ja, ist auch so ein bisschen die Angst natürlich, dass diese besondere menschliche Fähigkeit, einen Text zu schreiben, durch eine Maschine ersetzt wird. Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Ich habe gestern bei Microsoft gesprochen. Große Angst bei den Journalisten. Bei allen Kunden, bei denen wir das System einführen, ist im Content-Team große Angst. Was bedeutet das für mich? Der Stand der Technik, um da so ein bisschen neben diesen Fragen, auf die ich auch noch gleich eingehen will, so ein bisschen auch den technischen Blick zu geben. Wir bewegen uns in der Computerlinguistik in einem Feld, das nennt sich NLG, Natural Language Generation. Das heißt, wir haben regelbasierte Systeme, die auf Grundlage strukturierter Daten Texte schreiben. Also wenn wir für Ottobock arbeiten wollten, dann bräuchten wir von all diesen Prothesen Materialitäten, Zusammensetzungen, Besonderheiten, Funktionselemente in einer strukturierten Form und könnten beispielsweise diese Prothesen dann in 16 verschiedenen Sprachen beschreiben. Es geht so weit, dass wir für Markenartikler beispielsweise Verpackungen beschriften in vielen verschiedenen Sprachen, dass wir Pressemitteilungen mittlerweile schreiben für Elektrogerätehersteller in Deutschland. Und all diese Dinge basieren immer auf strukturierten Daten. Was das genau bedeutet, sehen wir nachher noch in den Beispielen. Aber Fakt ist, das ist NLG. Ganz wichtig, wir haben seit Oktober die Software, also dokumentiert ist sie seit April vor einem Jahr. Die Programmiersprache, die sich dahinter verbirgt, nennt sich ATML3. Wer schon mal programmiert hat, was ML bedeutet, das ist Markup Language. Das bedeutet, das ist so unkompliziert wie HTML. Also wer an der Volkshochschule sich zutraut, innerhalb von 2 Tagen HTML zu lernen, der kann auch ATML3, Automated Text Markup Language. Die Dokumentation ist im Netz zu finden. Wir haben das freigegeben für die Öffentlichkeit. Jeder kann mitarbeiten, jeder darf sich beteiligen an der Diskussion, wie es weitergehen soll und was wir an Funktionen bauen sollen, etc. Wichtig ist, es ist eine SaaS-Plattform. Also wir verkaufen keinen Text. Wenn Sie zu mir kommen und sagen würden, ich brauche 5000 Texte für Prothesen, für Sakkos, für Schuhe, was auch immer, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, sind genau richtig. Ich gebe dir ein System, mach's selber. Als gelernter Texter bin ich es einfach leid, mich über Qualität zu unterhalten. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen Texter ist, ein Texter unter uns? Ach, schön. Dann kennen Sie mein Leid auch. Ja, toll geschrieben, können wir leider so nicht machen. Großartig, ja, weil texten kann ja jeder. Also komischerweise kann jeder über einen Text mitquatschen. Ne? Ich habe 11 Jahre lang für Audi und VW getextet. Was ich mir anhören durfte, ist echt ein Traum. Ne? Also da wurde dann die Sekretärin reingerufen, die hat dann einen Text gelesen, der sich irgendwie an mittelständische Unternehmer von A6 Leasing gerichtet hat. Und dann sagte die Sekretärin, ihr gefällt der Text nicht. Dann sagte der Marketingleiter, Herr Alkan, müssen wir leider neu machen. Ja, und das ist eine wahre Geschichte, Leute. Das ist jetzt nicht erfunden. Ich kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und irgendwann habe ich gesagt, wir automatisieren das. Und ich habe keine Lust mehr auf diese Qualitätsdiskussion. Deswegen ist es eine SaaS-Plattform und Sie automatisieren selbst und haben deswegen auch die volle Kontrolle über das, was in diesen Texten drinsteht. Übrigens auch in den Fremdsprachen. Macht jemand von Ihnen Fremdsprachen übersetzt? Also eine Website in vielen Sprachen, womöglich in sowas wie Chinesisch oder Japanisch? Nein? Das ist ein total geiles Gefühl, völliger Kontrollverlust. Kennt man vielleicht aus anderen Bereichen, aber hier ist es echt schwierig. Du weißt nicht, was in dem chinesischen Text steht, du weißt nicht, was in dem spanischen Text steht, ob das Branding stimmt, ob die Tonalität richtig getroffen ist. Das ist ein Riesenproblem. Wie kriege ich diese Texte tatsächlich übersetzt? Das führt zum Beispiel im Weltkonzern dazu, dass die japanische Marketingabteilung mit der Stuttgarter Marketingabteilung nicht mehr spricht, weil man einmal einen japanischen Text korrigiert hat und den Japaner dabei nicht eingebunden hat, dann war der geknickt, ne? Der hat sein Gesicht verloren und du hast ständig irgendwelche Konflikte in diesen Übersetzungsprozessen. Und deswegen machen wir das auch nicht in einer Sprache, sondern aktuell in 16. Wir haben gerade Chinesisch für einen Kunden umgesetzt, windeln.de kennt der eine oder andere vielleicht, groß angekündigt, sie gehen nach China, wir haben alle Produkte nach China gebracht mit entsprechenden Produktbeschreibungen, wir haben es nach Italien gebracht mit italienischen Produktbeschreibungen und haben so eben den Weg geebnet für eine Firma in das, was im Börsenprospekt versprochen ist, diese Internationalisierung in diese Länder zu treiben. Ich werde nachher noch mal was zu den Sprachen sagen, aber das ist aktuell der Stand der Technik. Da sind wir. Der Vortrag heißt ja, wo stehen wir und wo geht's hin? Ich will jetzt einmal so ein bisschen die Funktionsweise erklären, ohne zu technisch dabei zu werden. Und was viel wichtiger ist, im zweiten Schritt zeigen, was aktuell gerade passiert, was seit Montag passiert ist.
was wir an neuen Funktionen freigegeben haben. Und dass das, was wir heute tun, den Text einfach niederzuschreiben, gar nicht das Ende ist, sondern da beginnt jetzt eigentlich der Spaß, es richtig voranzuschreiten und aufzukommen. So, Funktionsmodell, wir haben einen Textimpuls. Ne? Irgendjemand muss ja bestellen, kostet ja Geld. Wenn wir uns einen Text bestellt, muss er dann bezahlen, also brauchst du einen Jetzt-Kaufen-Button. Das ist oft im PIM-System, in der warmen Wirtschaft, in einem Online-Shop wird ein neues Produkt eingestellt. Ein Produktmanager erfasst die Daten. In dem Moment, wo er fertig ist, drückt er auf Speichern und gleichzeitig Text bestellen. Und in diesem Sekunde geht das Ganze los. Zwei Server konnektieren sich, sprechen ganz kurz miteinander, identifizieren sich und dann beginnt in dieser riesigen Maschine einen Text zu generieren. Wir müssen dann, oder Sie müssen dann ehrlicherweise, ein entsprechendes Regelwerk festlegen. Lassen Sie uns mal ein Beispiel Fernseher tun. Wann ist ein Fernseher groß, wann ist er klein? Wann ist er ideal für Camping oder Freizeit? Wann ist er ideal fürs Bad oder die Küche? Das sind Produktfeatures. Ne? Also Spritzwasser geschützt heißt, hey, kannst du ins Bad hängen. Vielleicht nicht direkt in die Wanne stellen, aber du kannst ihn ins Bad hängen. 12-Volt-Anschluss heißt super für Camping, Boot und Zelt oder so ähnlich. Und 55 Zoll ist so Standardgröße mittlerweile. Also in meinem Wohnzimmer passt nicht rein, bei anderen ist das Standardgröße. Und so ab 2,80 Meter ist im Augenblick so die Spitze der Bildschirmdiagonalen, die man kaufen kann. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Laden wäre und mir jemand diesen Fernseher verkaufen würde, dann würde er sagen, das ist das größte Gerät, das es im Augenblick gibt. Ja? Oder der Fernseher ist super, weil den können Sie auch im Campingplatz in Betrieb nehmen. Also das, was der Verkäufer letztlich aus den Features macht, das muss unsere Maschine mindestens leisten. Denn einfach nur die Features abzuspulen, sagen 55 Zoll, Samsung, LH4611 und so weiter, das ist langweilig, das kriegt ihr aus jeder Datenbank einfach durch Kommata getrennt hin, sondern wir wollen ja tatsächlich Texte haben, die die Conversion erhöhen, die Suchmaschinensichtbarkeit erzeugen, die eine Tonalität vermitteln, ja, ein Lebensgefühl vielleicht einer Marke mittragen, und das muss ja möglich sein. Dann folgen Strukturregeln und Gestaltung. Ich kann HTML-Text einfügen, ich kann Fettstellung machen, ich kann Variablen einfügen, ich kann meine eigene Skriptsprache einbinden. Das ist für manche Shops ganz wichtig, dass in den Produkten zum Beispiel dynamisch der Preis angezeigt wird. Der kommt natürlich nicht aus unserem System, weil der ändert sich ja vielleicht stündlich. Und entsprechend, wenn der dann im Fließtext erscheinen soll, kann ich das mit Platzhaltern zum Beispiel regeln. Und spannend, erst jetzt lege ich die Ausgabesprache fest. Ne? Also was ich oben gemacht habe, ist Semantik. Ich habe Kunden das Produkt erklärt und jetzt lege ich fest, dieselbe Erklärung möchte ich in Frankreich. Und dieselbe Erklärung mit derselben Sprache möchte ich gerne im Italienischen oder im Chinesischen und in Chile. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben einen Satz in dem Text, der heißt, verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in einen Kinosaal. Ja, wo jeder sagt, ach schön. Nein, nicht jeder, aber einige unserer Kunden finden das einen tollen Satz für Fernseher. So. Jetzt schreibe ich das in Chile und dann guckt mich der chilenische Produktmanager an und sagt, Alter, was macht ihr Deutschen eigentlich? Fernseher im Wohnzimmer. Die hängen bei uns im Schlafzimmer oder im Esszimmer. Im Wohnzimmer sprechen wir. Ist schön. Ja, da weißt du, was sie im Schlafzimmer jetzt machen. So, also die gucken da Fernsehen. Wir schauen eben im Wohnzimmer Fernsehen. Und entsprechend muss ich diese kulturellen oder gar rechtliche Unterschiede, wir haben zum Beispiel in Schweden die Problematik, wenn Kinderbademode beschrieben wird, dann bist du mit dem deutschen Text da total auf der sicheren Seite und dann liest so ein Schwede so einen Text und sagt, Alter, jetzt muss ich ins Gefängnis. Ja? Da bist du also ganz knapp am Kindersex vorbeigeschrabbelt und dann musst du echt andere Formulierungen wählen. Das ist ganz wichtig und diese kulturellen, interkulturellen Unterschiede, diese gesetzlichen Unterschiede muss ich natürlich berücksichtigen und das passiert genau in dieser letzten oder in dieser dritten Ebene, Entschuldigung, wo wir die Ausgabesprache festlegen. Das heißt, da kann ich Varianten fahren und kann sagen, bitte diese Formulierung nicht verwenden, dafür diese Formulierung verwenden. Und dann passiert auch nicht das, was unser lieber Herr Oettinger gesagt hat, we are all sitting in one boat, ganz großartige Rede, seine Antrittsrede als EU-Kommissar für Digitales. Der hat garantiert Google Translate. Hat jemand diese Rede gehört? Ihr müsst die im Netz unbedingt noch angucken. Das Ding ist so der Hammer. Ich schwör's euch, der hat Google Translate genommen und hat alles, was er gesagt hat, Satz für Satz da durchgejagt. Wörtliche Übersetzung. Kein Mensch kann was damit anfangen. Und deswegen machen wir auch keine Übersetzung, weil ich nicht besser bin als Google. Ja, ich bin verdammt gut, aber nicht besser als Google. Das schaffe ich noch nicht. Das heißt, wir generieren die Texte auf Grundlage grammatikalischer Regeln. Wir haben die Fakten.
Ich habe das, was ich sagen will. Ich habe vielleicht Sprichwörter und Sprachbilder. Und dann füge ich das grammatikalisch korrekt zusammen, ohne es wörtlich zu übersetzen. Das ist der Riesenunterschied. Dadurch kommen für unsere Kunden eben grammatikalisch korrekte und inhaltlich korrekte Texte raus und kein Schwachsinn. Ja. Lesen können die es übrigens immer noch nicht, aber die Kollegen sagen ihnen, dann ist es okay. Okay. So, Techniker unter uns, ganz schnell gucken. Da war eine Frage. Achso, Techniker. Dann für dich ganz speziell. Herz, JSON und REST API. Sollte eigentlich alles sagen. Also Daten kommen per REST API rein, gehen per REST API wieder raus. Man kann auch kompliziertere Schnittstellen bauen. Wir bieten halt das standardmäßig an. Man kann auch mit CSV bei uns ins System, also ihr könntet eine Excel-Tabelle speichern, so gut es Excel eben tut, CSV zu schreiben. Und dann schauen wir mal, ob ihr es manuell hochladen könnt und manuell auch entsprechend runterladen. So, jetzt will man ja immer wissen, ich habe euch jetzt schon lange genug auf die Folter gespannt, das wäre ein Text aus der Maschine. Das ist, man glaubt es kaum, für einen Möbelhändler. Es geht um eine Couch. Ich weiß nicht, könnt ihr alle lesen oder stehe ich im Weg? Entschuldigung. Nur mal so kurz anlesen, ich will euch jetzt da nicht. Und jetzt ist ja immer die Frage, welche Datengrundlage haben wir dazu gehabt? Also aus welchen Daten entsteht beispielsweise so ein Text? Das ist für ein großes Berliner Möbelhaus, Home24, vielleicht schon mal gehört, 120.000 Produkte in 3 Sprachen. Denen geht es gerade nicht so gut. Ich hoffe nicht, dass unsere Texte schuld sind, aber als wir dieses Projekt gemacht haben, war eben die Anforderung, ganz schnell diesen internationalen Start in Holland und kein Problem, sonst kommt ihr vor. Ja, nee. Also das ist in Italienisch und Holländisch dann noch in Französisch und Holländisch, Entschuldigung, entstanden beispielsweise. 80.000 Produkte am Start und hat jetzt das digitale Zeitalter entdeckt. Ja. Und ich weiß nicht, wir haben ja 3 oder 4 Texter unter uns. Hättest du Bock, 80.000 Fliesen zu beschreiben? Dafür bist du Texterin geworden. Ja. Hast du ein journalistisches oder ein Germanistikstudium oder ein sprachwissenschaftliches? Sprachwissenschaftlich, okay. Ja, also niemand studiert Sprachwissenschaften, um am Schluss 80.000 Fliesen zu beschreiben. Und vor allen Dingen, da kommen ja so einmal in der Saison irgendwie 10.000 neue Fliesen auf den Markt. 10.000 gehen natürlich raus, aber 10.000 neue kommen. Und dann so ein Kracher wie die hier mit Holzoptik. Ja, ich weiß nicht, warum Menschen Fliesen kaufen in Holzoptik, aber stellt euch mal vor, ihr würdet sowas suchen und findet so einen Text, dann ist doch total cool, dass gleich oben drin steht, durch die Holzoptik bringt sie ein Gefühl von Natürlichkeit in ihre 4 Wände. Direkte Ansprache des Kunden, wir haben aus einem Feature einen Nutzwert formuliert. Also viel schöner und wohnlicher kann es doch fast nicht sein bei so einer Fliese. Ich habe die übrigens nie gesehen, ich habe Angst davor, die anzuschauen. So, das ist eine Firma, die kennt ihr vielleicht auch, Bosch, die machen so Werkzeuge unter anderem. Auch Dieseltechnologie haben sie im Einsatz. Ja, vor allem aber die Werkzeuge sind für uns interessant. Da machen wir die die Packungsbeschreibung, wir machen die Pressemitteilung für die Produktupdates automatisiert, in Deutsch und Englisch beispielsweise. Wenn ich sage, das machen wir, dann merkt ihr schon, ich bin eigentlich schon ein Cyborg. Irgendwie. Also ich und meine Software, wir sind so eins geworden, so verschmolzen. Gibt einen sehr schönen Film. Egal. So, auf jeden Fall, ich bin eins mit dieser Maschine. Das heißt nicht, ich schreibe das. Ich habe auch nicht in Pakistan 500 Kinder sitzen, die dann in Deutsch und 16 weiteren Sprachen irgendwie Texte schreiben, sondern das sind tatsächlich Softwareanwendungen. Ich springe da ein bisschen drüber, das wiederholt. Jetzt haben wir Sommerreifen. Das ist auch geil für einen Texter, beschreibt man Sommerreifen, bis du gelernt hast, was der Öko-Index ist und der Lärmindex ist und der Lastindex ist. Und dann musst du noch 25.000 Dinger beschreiben. Das ist übrigens spannend, das ist reifendiscount.de. Die haben jetzt gerade eben ihren Sitz von Reutlinger bei Stuttgart, ja, ganz, ganz schwäbisches Unternehmen. Gummireif ist die Mutter von Reifendiscount. Die haben so 30 Reifenhändler, regional vor allem. Und das Team ist jetzt, nachdem sie die Software seit knapp einem halben Jahr einsetzen, nach Berlin gezogen, haben jetzt einen promovierten Geschäftsführer bekommen. Ist immer wichtig, der muss promoviert sein. Und jetzt geht's international. Ja, die haben das schon mal probiert vor ein paar Jahren, sind gescheitert. Und erst durch diese Software sind sie jetzt in der Lage, Reifen in Frankreich, Holland und in anderen europäischen Ländern anzubieten. Das heißt, so eine Software kann eben auch ein Switch in meinem Verkaufsprozess werden, eine Veränderung in meinem Geschäftsmodell darstellen. Wir reden gerade viel mit Verlagen und Fernsehsendern. Ein großer Fernsehsender hat gerade Anfang des Monats eine Lizenz unterschrieben bei uns. Die wollen 600.000 Wettertexte pro Tag schreiben.
Kein Mensch braucht 600.000 Wettertexte pro Tag, außer ich schreibe den einzelnen Kunden mit deinem ganz individuellen Wetterbericht an. Weil ich weiß, du läufst gerne und hast einen Hund und drei Kinder, dann schreibe ich dir eben morgens, Achtung, wenn die Kinder zur Schule gehen, pack sie gut ein, es regnet heute Vormittag, gib ihnen aber noch was Kurzarmiges mit, weil irgendwie heute Nachmittag wird es dann deutlich wärmer. Und wenn du mit dem Hund raus willst, ideal wäre heute zwischen 13 und 14 Uhr, weil da ist es wirklich trocken, ja, oder so ähnlich. So kann ich das dann eben tun. Das Ziel 42 Sprachen, ganz spannend, der Kunde hier wollte bei diesen Jeans A, einen ganz kurzen Text und er wollte, dass die Texte in den unterschiedlichen Sprachen nicht übersetzt wirken, sondern jedes Mal neu wirken. Ja? Das heißt, ich kann nicht nur in derselben Struktur übersetzen, sondern zum Beispiel ganz unterschiedliche Textstrukturen dann wählen und Storytypes nennen wir das, anwenden. Textvarianz, das sind mal so 5 Einstiege in so einen Fernsehtext, dass ihr mal seht, sind unter uns Suchmaschinenoptimierer, diese Menschen, die Google angreifen. Ah, ein SEO. Uniqueness durch Varianz. Wir haben zum Beispiel 140.000 Ferienhotels in aller Welt. Wir können 16 Millionen Texte produzieren, bevor ein Text sich doppelt. Also wenn ich in Alanya ein Ferienhotel 3 Sterne beschreiben will, dann kann ich 16 Millionen Mal auf den Knopf drücken, bevor wir zum ersten Mal das Hotel in demselben Text wieder serviert wird. Das ist reichlich Varianz für Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel. Einordnung von Fakten, auch ganz spannend. Das ist billiger.de. Textkonzept ist gut, weil die eine echte Idee haben hinter ihrem Content. Der freundschaftliche Berater, das ist die Überschrift über ein Textkonzept sozusagen. Früher haben die einfach nur die Preise aggregiert, auf die Website geworfen. Dann kam Google und hat gesagt, Preisaggregatoren sind total langweilig, kann ich besser als du. Und dann hat Billiger gesagt, wir müssen irgendwas tun. Und jetzt gibt's Texte, die beschreiben den Kühlschrank. Der sagt, guck mal hier, der ist so und so groß. Und dann kannst du für Personen mit Haushalt 3 bis 4 Personen nutzen. Und übrigens Energieeffizienz recht gut. Das ist so eine mangelhaft. Entschuldigung, das ist eine Meldung. So ähnlich. Das ist komplett automatisch. Also da ist nichts mehr von Hand. Das sieht so ähnlich aus wie das, was ich davor gezeigt hatte. Eben von dem Kühlschrank. 10, 15 verschiedene Fakten, genau. Unter anderem die Größe ist drin und das Volumen und aus dem errechnen wir zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Produktmanager, der hat uns gesagt, naja, das Ding, das ist eher für 3 und 4 Personen als für 4 bis 5 Personen. Das sind genau diese Einschätzungen vom Produktmanager. Deswegen auch in die Hände des Kunden die Software geben, weil bis ich mir überlegt habe, ob so ein Kühlschrank für 3 bis 4, für 2 bis 3 oder für einen versoffenen Alleinhaushalt reichen, könnt ihr es ja auch schreiben. Alkoholabhängige sind mit diesem Kühlschrank glücklich, wenn sie Single sind. Holzoptik. Ja, jetzt stell dir vor, der Kühlschrank ist außen nicht weiß, sondern hat eine Holzoptik, dann wäre es kein Schwachsinn. Es ist aber schon passiert, wir hatten bei einem Fashion-Hersteller im Datensatz, also die Software ist grammatikalisch einwandfrei. Wenn du aber in den Daten Unfug eingibst, dann würde die Unfug weiterverarbeiten. Es gibt eine Technik, sage ich gleich was dazu. Das Beispiel will ich nur zitieren, wir hatten ein Hemd, ein Jeanshemd in so einer Stonewashed-Optik. Könnt ihr euch das alle vorstellen, wie das aussieht, so richtig schön hässlich. So. Und dann hat irgendeiner eingegeben, Material 100% Asbest. Bitte nochmal, Stonewashed Optik 100% Asbest. Und dann steht im Text, exklusives Material. Warum? Komme ich auch dazu. Exklusives Material, Doppelpunkt, das Hemd besteht zu 100% aus Asbest. Ja, ideal für Feuerwehrleute. So, was ist der Hintergrund? Das System geht durch die Daten durch und schaut, was ist denn selten? Also ein pinkfarbenes Handy ist selten. Und dann würde die Software zum Beispiel sowas formulieren können wie besonders selten oder sehr ausgefallene Farbe. Dieses Handy kommt in Pink daher oder so ähnlich. Passt. Bei Asbest ist es so, es gibt kein anderes Produkt, das aus Asbest besteht. Dann sagt die Software, Hammer, ja, das ist ein Hemd aus Asbest. So, wir haben das mittlerweile abgefangen, weil wir Daten, wenn der Kunde das möchte, validieren und normieren. Das heißt, wir prüfen zum Beispiel, Asbest haben wir noch nie da drin gefunden. Ich habe 100.000 Produkte, einmal Asbest. Kriegt der Produktmanager eine Mail, Alarmstufe rot, da steht Asbest, findest du das gut? Und wenn der sagt ja, dann würden wir trotzdem Schwachsinn produzieren in dem Fall. Ja? Das heißt also, wir geben es nochmal in die menschlichen Hände zur Kontrolle. Wir machen aber auch, wenn da zum Beispiel stehen würde, 1,07 Meter Bildschirmdiagonale, machen wir aus den 1,07 Metern automatisch 107 Zentimeter. Ne? Also validieren und normieren, Daten möglichst vereinheitlichen, schauen, dass diese Dinge dann auch tatsächlich funktionieren.
So, wo geht's jetzt hin? Wo ist die Zukunft? Man stelle sich mal vor, ihr habt eine tolle Erkenntnis, ihr habt einen Online-Shop. Und es gibt eindeutige Signale, dass Texte nach dem Typus blau, ich meine jetzt nicht blaue Schriftfarbe, wer jetzt rausgeht und twittert oder mich zitiert mit Saim Alkan sagt, blaue Textfarbe konvertiert besser. Das wäre schlecht. Also mit blau ist jetzt gemeint, wir haben einen Texttypus, der ist blau. Und der Texttypus blau funktioniert, was die Conversion Rate betrifft, besser als rote Texte, also Texttypus rot. Und jetzt habe ich diese Erkenntnis, die habe ich teuer bezahlt. Wir hatten einen Conversion-Optimierer bei uns, wir haben einen großen Setup gemacht, wir haben AB-Validation gemacht, wir haben uns dann angeschaut, was können wir mit den Texten machen. Und jetzt hast du dieses Konzept für die geilen Texte. Und dann rufst du in deiner Redaktion an, bei deinem Online-Redaktionsteam, zum Beispiel bei dir, und dann sage ich, schreib mir doch mal 5000 Texte. Und dann sagst du, gut, ich bin jetzt im Urlaub, dann ist Weihnachten, die Kollegin ist gerade schwanger geworden. Der andere Kollege ist in Elternzeit. Ich denke, 2019 sind wir dann fertig. Dann habe ich also ein Konzept, dessen Wirksamkeit ich gerade bewiesen habe, 2019 umgesetzt. Das ist nichts Neues. Also das Problem kennen wir alle. Es muss schneller gehen. Ja, zumindest heute, gerade im digitalen Geschäft. Und wenn ich schneller sein möchte, dann ist eben die Frage, können wir das Produkt sogar insgesamt agil machen? Also dieser Veränderungsprozess, den wir jetzt mit der Software seit Montag antreiben, ist, dass wir für unsere Kunden tatsächlich die mehr blau wollen. Also ich habe jetzt ein funktionierendes Textkonzept, ich will jetzt für bestimmte Produktgruppen Typus blau haben. Dann will ich einfach mehr blau. Und dann machen wir eine laufende Conversion-Analyse und die Maschine produziert selbstständig, ohne dass ich etwas dazu tue, ständig Texte im Typus blau. Für Fernseher. Also wir merken, bei Fernsehern 55 Zoll funktioniert Texttypus blau einfach am besten. Das merken wir woran? Wir machen eine laufende Conversion-Analyse. Software misst also mit, was passiert, Kundenverhalten, und stellt fest, aha, dieser Text in, was ist das, Marineblau, Müllbeutelblau ist das, glaube ich. Also in diesem Müllbeutelblau funktionieren Fernsehtexte am besten. Für 55 Zoll Fernseher, das kann bei 40 Zoll Fernsehern, bei 37 Zoll ganz was anderes sein, aber für diese Art von Fernsehern geht es am besten und produziert dann eben für diese 55 Zoll TV-Geräte entsprechend ganze Varianten von Blau. Also die hören sich ähnlich an, nie gleich. Das ist wichtig, damit ich wieder bei Google besser ranke und meine Texte in den Index schießen kann oder endlich mal auch freigeben kann für Google für die Indizierung. Und plötzlich erhöhe ich insgesamt die Conversion Rate.